Ich darf Sie fragen, wie sehen Sie das Potenzial der Wasserstofftechnologie, aber speziell für Bayern? erleben derzeit, glaube ich, die schwerste globale Krisensituation seit Generationen. Corona ist in aller Munde. Corona ist das härteste, was die Zeit uns zu bieten hat, die härteste Bewährungsprobe. Und daneben ist und bleibt natürlich auch der Klimawandel das prägende Thema für uns alle, wie ich meine, eine epochale Herausforderung. Gesellschaft, Politik und Wirtschaft stehen vor einer wahren Herkulesaufgabe. Und wir alle haben natürlich ein Ziel, nämlich 2050 im Auge Klimaneutralität, CO2-frei zu sein, analog des Pariser Klimaabkommens. Und da orientieren wir uns beim Handling natürlich am Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Darf aber auch deutlich sagen, als Vorleistung hat Bayern dazu ein eigenes Klimaschutzgesetz geschaffen. Und unser Umweltminister Thorsten Glauber hat mit einem gezielten Maßnahmenpaket von über 100 Einzelmaßnahmen diesen Klimaschutz kraftvoll vorangebracht. Und wir nehmen da auf Bayern-Ebene auch finanziell noch einen großen Milliardenbetrag in die Hand. Darf an dieser Stelle einführend gleich sagen, wir bekennen uns, werte Gäste, ausdrücklich zum Klimaschutz. Die Energiewende ist Voraussetzung für den Klimaschutz, diese Ziele zu erreichen. Und die Energiewende hat somit für uns eine absolut zentrale Bedeutung. Und nun gilt es natürlich, diese Ziele auch ambitioniert zu realisieren. Dekarbonisierung ist das große Schlüsselwort, das heißt die Erzeugung und die Nutzung von Energie so zu gestalten, dass keine klimaschädlichen Emissionen wie Treibhausgas CO2 mehr in diese Atmosphäre gelangt. Und für mich und für uns Freie Wähler im Landtag war deshalb die Abschaltung der Atomkraftwerke, der Ausstieg aus der Kernkraft und auch aus der Kohle eine richtige Entscheidung. Die Abkehr von fossilen Energieträgern ist aber auch ein klares Signal für die Energiewende und ein deutliches Bekenntnis und ein kräftiger Schub für die Erneuerbaren. Wir stehen, meine Damen und Herren, uneingeschränkt zur Technologieoffenheit, wenn es um die Umsetzung dieser Maßnahmen geht. Wir setzen beim Ausbau der erneuerbaren Energien technologieoffen eben auf einen Mix aus Sonne, aus Wasser und Wind, aus Bioenergie bis hin zu Geothermie. Und gemeinsam mit Biomasse bilden insbesondere Sonne, Wind und Wasser die vier tragenden Säulen für eine nachhaltige, für eine krisenfeste, für eine umweltfreundliche und vor allem auch für eine bezahlbare Energieversorgung. Zentraler Baustein ist eine dezentrale Versorgung aus erneuerbaren Energiequellen. Unser Ziel heißt natürlich höchstmögliche regionale Wertschöpfung. Das hat Herr Obermeier im Eingang auch schon erwähnt. Geld bleibt damit bei uns in der Region, anstatt für den Import von fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle, Gas ins Ausland fließen zu lassen, schaffen wir damit Unabhängigkeit von globalen Rohstoffmärkten, Unabhängigkeit von internationalen Handels- und Produktionsketten. Und all diese Maßnahmen, die wir jetzt noch vertiefen, gerne koordiniert die Bayerische Landesagentur für Energie und Klimaschutz, die letztes Jahr ins Leben gerufen worden ist. Und ich denke, damit haben wir eine gesunde Basis, eine vernünftige Grundphilosophie, die eine gute Ausrichtung für die Zukunft bedeutet.